Hallo, ich bin Johanna vom Team Tomorrow und heute hier im Rathaus mit Martin Körner von der SPD. Hallo Johanna. Hallo Martin, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen? Ja, mein Name ist Martin Körner. Ich bin 49 Jahre alt, im August werde ich 50, ein wichtiges Datum. Ich kandidiere bei den Oberbürgermeisterwahlen am 8. November, weil ich neuer Oberbürgermeister von Stuttgart werden möchte. Ja, kannst du vielleicht kurz erklären, was genau die Aufgabe von dem Oberbürgermeister ist und wofür jetzt die Stadt und wofür schon das Land zuständig ist? Also was kannst du verändern dann? Also ein Oberbürgermeister muss diese Stadt voranbringen. Er muss ein bisschen wissen, was wichtig ist für die Stadt. Ich finde zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum wichtig, dass wir den Verkehr besser organisieren, aber auch, dass wir die Schulen gut aufstellen. Und da muss er erstmal wissen, was er will und dann versuchen, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, mit dem Gemeinderat, einen guten Plan zu machen und dann auch die richtigen Beschlüsse zu fassen. Das Land ist auch wichtig. Ich habe das Thema Schulen angesprochen, zum Beispiel für die ganzen Lehrer oder für das, was an den Schulen dann unterrichtet wird, ist das Land zuständig. Wir als Stadt können uns um die Gebäude kümmern, dass die gut ausgestattet sind, dass die Toiletten funktionieren und das tun sie ja oft nicht. Wir sind auch dafür zuständig, dass die EDV, also IT, an den Schulen funktioniert. Da zum Beispiel können wir deutlich besser werden. Alles klar. Jetzt ist es aber ja so, dass die SPD nur 7 Sitze im Gemeinderat hat und nur ungefähr 11,6% der Bürger euch gewählt haben. Was zeichnet dich denn jetzt trotzdem aus, Bürgermeister zu werden? Na gut, also bei der Oberbürgermeisterwahl geht es jetzt nicht um Parteien. Da geht es nicht um CDU, Grüne, SPD, was auch immer, sondern da geht es um Frauen und Männer, die sich bewerben bei den Wählerinnen und Wählern und sagen, das, was sie mitbringen, ist ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler, an alle, jung und alt. Und dann müssen alle entscheiden, wer der richtige Mensch auch ist, um die Stadt zu führen, an der Spitze der Stadt zu stehen, sie zu repräsentieren und Zukunft zu gestalten, so dass er oder sie auch wirklich alle mitnimmt. Es geht ja jetzt nicht darum, hier nur die SPD oder die Grünen zu überzeugen. Im Gemeinderat braucht auch ein Oberbürgermeister eine Mehrheit. Das heißt, er muss auch in der Lage sein, Mehrheiten zu organisieren. Und das habe ich in der Vergangenheit zeigen können. Ich war Bezirksvorsteher im Stuttgarter Osten und auch hier als Fraktionsvorsitzender konnte ich das ab und zu erreichen. Und das ist auch der wichtigste Job mit eines Oberbürgermeisters. Wenn du jetzt aber nur eine Sache während diesen 8 Jahren Amtszeit ändern könntest, was wäre dir da am wichtigsten? An mir ist schon am wichtigsten, dass wir mehr neue Wohnungen in Stuttgart brauchen. Viele, nicht nur junge Leute, sondern auch Leute, die zum Beispiel gerade eine Familie gründen, suchen eine Wohnung. Und wir bauen viel zu wenig neue Wohnungen im Vergleich zu anderen Städten. Und mir ist wichtig, dass das dann auch Wohnungen sind, die sich alle leisten können. Und da gibt es eine Menge zu tun. Das ist für mich das Wichtigste. Gibt es da konkrete Ideen, Pläne? Ja, natürlich. Wir müssen zunächst einmal wissen, was wir wollen. Wir müssen schon entscheiden, wo diese neuen Wohnungen gebaut werden sollen. Ob wir wirklich gar keine Fläche am Siedlungsrand antasten wollen oder ob wir da auch bereit sind, an der einen oder anderen Stelle neu zu bauen. Wir müssen die Fläche hinter dem Bahnhof jetzt rasch in Angriff nehmen, die Gleise zurückbauen und dort neue Wohnungen bauen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Wohnungen auch bezahlbar sind. Da ist die Fläche hinter dem Bahnhof ein gutes Beispiel dafür, weil da können wir dafür sorgen, weil das nämlich in städtischer Hand ist. Das heißt, die Stadt muss auch aktiver sein auf dem Grundstücksmarkt, mehr Grundstücke kaufen. Okay, und jetzt haben ja alle wahrscheinlich von den Krawallen mitbekommen. Ja. Und unser amtierender OB hat jetzt die Polizeipräsenz in der Innenstadt extrem erhöht. Was wären deine Maßnahmen gewesen in so einer Situation? Naja, also dass man jetzt in der ganz aktuellen Situation da auch auf mehr Polizeipräsenz setzt, verstehe ich schon, aber das kann ja keine Lösung für die nächsten Monate oder Jahre sein. Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr noch ins Gespräch miteinander kommen. Warum passiert sowas eigentlich? Um dann zu verhindern, dass so etwas nie wieder passiert. Dafür brauchen wir Streetwork, dafür brauchen wir auch mehr Gewaltpräventionsarbeit. Ich finde auch wichtig, dass wir das Haus des Jugendrechts, das ist so eine Spezialität in Stuttgart, die aber nur für einen bestimmten Teil der Stadt gilt, für die ganze Stadt ausweiten. Da wird versucht, wenn junge Leute straffällig werden, wirklich rasch zu reagieren. Das finde ich schon auch wichtig, dass es da eine rasche Rückmeldung gibt. Okay. Aber es geht schon auch darum, auch ein bisschen mehr miteinander zu reden. Ja, du hast es ja selber gerade angesprochen. Es geht auch darum, dass sich
ein Großteil der Bevölkerung oder vor allem von Jugendlichen, da gibt es viele, die fühlen sich abgehängt von der Politik. Was willst du dagegen tun? Naja, also zum einen haben wir ja einen Stuttgarter Jugendrat hier auch im Rathaus, die auch in den einzelnen Stadtbezirken unterwegs sind. Da würde ich sagen, mit denen müssen wir mehr machen. Zum einen aus dem Rathaus heraus, mit denen mehr ins Gespräch kommen. Also ich habe mir vorgenommen, als Oberbürgermeister da mindestens einmal im Jahr auch hinzugehen. Das war in den vergangenen Jahren ja auch nicht immer der Fall. Und dann ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass die Jugendrätinnen und Jugendräte, dass wir die so stärken, dass sie auch mehr in der Stadt vielleicht selber unterwegs sein können und ins Gespräch kommen können, zum Beispiel mit den jungen Leuten am Eckensee oder auf dem Schlossplatz. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, Stuttgart wird ja oft auch als weltoffen und kulturfreundlich bezeichnet. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, bei uns funktioniert die Integration auch was Flüchtlinge angeht oder siehst du auch in Stuttgart ein Rassismusproblem? Also ich finde auf jeden Fall mal, dass es da viel mehr Licht als Schatten gibt. Ich finde, dass das Teil unserer Identität als Stadt ist, dass wir eine multikulturelle Stadt sind. Das ist seit 100 Jahren so, dass wir Zuwanderung nach Stuttgart haben. In den 60er, 70er Jahren ganz viele Gastarbeiter, in den letzten Jahren natürlich auch viele Flüchtlinge. Das gehört zu unserer Stadt. Ja, das ist etwas, was unsere Stadt auch ausmacht. Und ich finde, da können wir erstmal auch ein bisschen stolz drauf sein, weil es alles in allem gut funktioniert. Es gibt unheimlich viele Flüchtlinge, die mittlerweile einen Job haben, die in der Ausbildung sind. Ich war bei der Handwerksfeier mal, wo die Metzger und die Bäcker alle überglücklich waren, weil sie wieder Azubis haben, gerade auch bei den Flüchtlingen. Aber das heißt auch nicht, dass immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt auch Probleme und über die müssen wir auch reden und dann aber auch anpacken. Alles klar. Ja, dann hätten wir jetzt zum Schluss noch zwei Fragen von unseren Insta-Followern. Und ich würde direkt mit der ersten anfangen, die lautet: Was tun Sie dagegen, dass Stuttgart immer noch in den Händen der Autolobby ist? Naja, also ehrlich gesagt bin ich erstmal froh, dass wir viele anständig bezahlte Jobs bei diesen Autounternehmen haben. Aber was nicht geht, ist, dass die Autounternehmen bestimmen, wie wir den Verkehr in Stuttgart organisieren. Und da müssen wir mehr auf Fahrrad und mehr auf Bus und Bahn setzen als aufs Auto. Das sehe ich schon so. Aber da sehe ich auch nicht unbedingt einen Widerspruch zu den Autounternehmen, weil die wollen ja auch, dass Verkehr in einer Stadt, in einer Großstadt funktioniert und nicht ständig alles nur im Stau steht. Ja, gibt es da konkrete Ideen, wie man vielleicht den Nahverkehr besser regeln könnte hier in Stuttgart? Also für den Nahverkehr ist mir ganz wichtig, erstens, dass es bessere Verbindungen gibt, dass die Busse und die Stadtbahn häufiger fahren, auch neue Strecken gebaut werden, aber auch, dass der Nahverkehr bezahlbar ist. Ich möchte, dass wir zu einem 365-Euro-Jahresticket kommen, mit dem man im ganzen Verbundgebiet fahren kann. Für die Schülerinnen und Schüler werden wir das jetzt in diesem Jahr erreichen, weil, das darf ich sagen, auch ich, nicht nur ich, aber auch ich, mich dafür eingesetzt habe und wir bei den letzten Haushaltsberatungen dafür auch eine Mehrheit bekommen haben. Für School-Abo als 365-Euro-Ticket. Ja, cool, das freut natürlich alle Schüler hier. Ja gut, dann jetzt noch kurz und prägnant am Ende ist die letzte Frage von einem Follower. Warum sollte ich als jugendliche Person ausgerechnet Sie wählen? Weil ich glaube, dass ich ein offener Mensch bin. Und wenn ich mit auch jungen Leuten spreche, erstmal gut zuhören kann und gut zuhören möchte. Und weil ich auch jemand bin, der positiv in die Zukunft schaut. Ich finde das wichtig, dass wir nicht alles nur negativ sehen. Und ich glaube, dass das was ist, was junge Leute auch auszeichnet, dass sie erstmal positiv und auch mit Gestaltungswillen Zukunft gestalten wollen. Und das bin ich schon auch ein bisschen so als Mensch, ja. Super. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg beim Wahlkampf. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Okay.